Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um einen bemerkenswerten Auftritt von Attila Hildmann. Aufmerksam geworden bin ich darauf durch Stefan Bauer, ein Streamer von ihm, ich glaube es war der Freidenker, hat das Ganze aufgenommen. Das war ganz hervorragend und wichtig aus meiner Sicht, dass das dokumentiert wurde, weil RTL, dieses Interview mit RTL, wird RTL sehr wahrscheinlich nicht ausstrahlen. Aber wir haben hier es dokumentiert und wir können damit in der Zukunft auch zeigen, dass RTL es nicht gezeigt hat und können es vorhalten, haben ein Beweismaterial. Und das kann man immer Leuten zeigen. Und das ist nicht nur die Sache, dass man es den Leuten zeigt, sondern man kann dann RTL und die Altmedien bloßstellen damit. Es ist immer besser, wenn man den Beweis hat, wenn man dann nur sagen kann, ja, sie haben es gesagt, dann sieht man schwach aus, wenn man den Beweis vorlegen kann. Hier, guckt es euch an, RTL war so doof, die konnten das nicht verstecken. Dann ist eigentlich sozusagen für die Mitläufer ist dann entscheidend, RTL war zu unfähig, diesen Beweis zu verhindern. Das wirkt bei den Mitläufern, dass dieser Beweis vorliegt, dass es vorgezeigt werden kann, dass hier ein Interview ist, das sie nicht gezeigt haben, dass sie blamiert sind. Für die Mitläufer ist das Vorliegen, die Möglichkeit des Blamierens, dass wir sie damit blamieren können, ist entscheidend. Deswegen ist es ganz wichtig, dass das dokumentiert wurde. Jetzt im Folgenden die Passage. Grüß euch Kameraden, Attila Hildmann hier. Hier ist eigentlich eine Demonstration, zu der ich auch zusätzlich aufgerufen hatte auf Telegram. Drosnocchio, Chefvirologe Drosten, ist heute hier bei der FDP. Wir wollten ihn mal konfrontieren. Die Polizei hat das mitbekommen, einen Aufruf, hat hier alles aufgefahren, was sie haben. Irgendwie über 20 Mannschaftswagen, 40 hochbewaffnete Polizisten. Jetzt ist hier ein großer Teil von Menschen, die eigentlich mir mal zuhören wollten, was ich zu Drosten zu sagen habe. Dann wurde das jetzt nicht von dem Kollegen erlaubt, ist okay. Das ist diese Szene-typische Spaltung. Aber dann sage ich das einfach in die Kamera. Drosten verdient an diesem PCR-Test mit, denn er hat diese Patente angemeldet. Und er tut immer so, als wenn er quasi da gar nicht kommerzielle Interessen hätte. Drosten hat diese PCR-Test-Patente angemeldet. Es ist ein Drosten-Test. Darüber muss Deutschland sprechen, denn dieser PCR-Test legitimiert aktuell diese ganzen Lockdown-Maßnahmen, Zwangstests und so weiter. Durfte ich nicht hier sagen, möchte nur noch mal ganz deutlich sagen, ich danke jedem, der hinter mir steht und jedem, der für Deutschland, das Vaterland hier gerade einsteht. Die deutschen Patrioten wissen, wer hier der Feind ist. Das sind satanische Freimaurer. Was da drüber steht, wissen wir auch. Das sind Familien wie Rothschild und Rockefeller. Und da soll es bei jedem Deutschen klingeln. Das wird hier nicht geduldet, die Wahrheit zu sagen. Zu übernehmen, wenn der Feind nicht mehr kann. Attila, warum gehst du heute? Warum seid ihr da? Kannst du mal die Sklavenmaske absetzen? Ich muss fragen. Warum? Weil ich sonst meinen Job los bin. Wer bist du denn? RTL. Wir sind gerade live. Warum macht ihr denn so viele Lügen? Und Attila ist gerade drin, das heißt, ich bin gerade mitten in der Sendung. Warum seid ihr heute hier? Wir sind heute hier, um gegen... aber wollen wir nicht mal ein bisschen ins Ruhige gehen? Achso, soll ich das noch dran lassen? Ja, lass mal dran. Komm, lass uns ein bisschen. Komm am besten von hier. Ich habe aber Schwierigkeiten mit dem Licht gerade. Ein bisschen von da drüber. Also worum geht's heute? Warum seid ihr erneut da und habt euch versammelt? Wir demonstrieren hier heute gegen die Plandemie, dass Deutschland in 6 Monaten wirtschaftlich abgeschlachtet wurde für eine kommunistische Planwirtschaft und einer der Hauptbeteiligten und Propagandisten dieses Verbrechens gegen Deutschland ist Chefvirologe Drosnocchio. Drosten, der auch einer der massiven Mitverdiener bei dieser Plandemie ist, denn von ihm kommen diese PCR-Testpatente. Drosten beteuert immer wieder, dass er kein kommerzielles Interesse hat an Corona, aber er hat diese Tests entwickelt und dadurch, dass leider auch durch Sender wie RTL die Mehrheit immer noch die Lügen glauben, ist es wichtig, dass zumindest einer der Propagandisten mal sieht, dass das Volk nicht hinter ihm steht. Also was erhofft ihr euch heute, was hier verhandelt? Es wird ja verhandelt, die FDP hat einen Vorschlag gemacht, was soll dabei nach eurer Meinung nach rauskommen? Also wir haben jetzt gesehen, wie Merkels Regime innerhalb von 6 Monaten Deutschland abschlachtet. Wir sind wirtschaftlich am Boden, die Menschenrechte sind eingeschränkt und natürlich möchte der... Ich stelle die Frage nochmal, weil du hast mein Team. Bitte komm mal her.
Dann machen wir es einmal richtig mit Ton gerne, ja? Genau, und er würde auch übernehmen, wenn es länger dauern würde. Wir haben vor 100 Jahren sogar mal zusammen gedreht. Da war ich aber hochschwanger mit Eva Pattberg. So eine Kochgeschichte zu Weihnachten. Weiß ich. Von daher sind wir Freunde, Alter. In diesem Loft. Ja, genau. Mit dem schönen Sofa. Ja. RTL jetzt. Okay, noch einmal. Die FDP hat hier einen Vorschlag heute gemacht. Worum geht's euch? Was ist der Wunsch? Was soll dabei rauskommen? Friedliche Menschen demonstrieren heute gegen diese Pandemie, dass innerhalb von 6 Monaten Deutschland hier wirtschaftlich abgeschlachtet wurde vom Merkel-Regime. Die Menschenrechte eingeschränkt wurden, wir nicht mehr in einem freien Land leben. Und einer der Hauptbeteiligten und Hauptpropagandisten ist der Chef Virologe Drosten, der seit Tag 1 hier mitgemacht hat bei diesen großen Verbrechen gegen die Menschheit und der immer wieder beteuert, dass er wirtschaftlich keine Interessen hat bei der Pandemie. Aber das ist eine dreiste Lüge, denn er hat die Patente auf diese PCR-Tests. Das heißt, bei jedem Test, der über die Ladentheke geht und bei jedem Test verdient natürlich Drosten mit und Drosten muss sehen, dass das deutsche Volk natürlich mittlerweile die Täter dieser Pandemie kennt. Und deswegen sind heute die Patrioten hier auf der Straße und demonstrieren für die Freiheit und den Frieden. Ihr sagt immer die Freiheit und den Frieden. Jetzt ist es ja so, dass viele Menschen in Deutschland sich tatsächlich auch glauben, was Drosten sagt. Und auch glauben, dass es eine wirkliche Pandemie gibt. Also es gibt ja Tote, es gibt Zahlen. Also wie groß muss diese Lüge sein, dass sie wirklich, also es ist ja wahnwitzig, was sich da jemand ausgedacht haben muss. Das ist nicht der Wahnsinn, den sich jemand ausgesucht hat, sondern es sind Wahnsinnige, die hinter dieser Pandemie stecken, die ja international orchestriert wird, denn es geht hier vor allem darum, ein neues Finanzsystem zu etablieren mit einer Kryptowährung und die Menschen global zu versklaven. Und es geht um einen Völkermord an 7 Milliarden Menschen über eine genverändernde Giftspritze. Und Drosten ist einer der Vorreiter in Deutschland, der weiß ganz genau darüber Bescheid. Es ist ganz wichtig, dass die Deutschen verstehen, dass wenn Krankenhäuser mittlerweile leer stehen und Insolvenz anmelden müssen und wenn Bestatter Kurzarbeit anmelden für ihre Mitarbeiter, dass wir ganz sicher bei einer Infektionsrate von unter 0,01% nicht in einer Pandemie sind, sondern in einer geplanten Attacke gegen unsere freie Welt, um einen Totalüberwachungskommunismus hier zu etablieren. Und dagegen stehen Demokraten und freie Menschen heute auf. Okay, heute in einem Jahr, wo steht ihr dann oder wo steht Deutschland dann? Unser Kampf ist komplett friedlich. Es geht um Aufklärung. Die Menschen müssen wissen, dass sie von vorne bis hinten belogen werden, auch natürlich vom RTL. Von morgens bis abends leider, denn das sind ja Konzernmedien und die Konzernchefs dieser Medienkonzerne sind auch die größten Verbrecher. Werden wir natürlich so nie senden, wenn du das so sagst. Aber ne? Wir haben es also, ja hier auf Tape. Ja. Ihr seid ja Teil dieses Verbrechens, weil ihr die Menschen von morgens bis abends belügt. Wer gehört zu dir? Er ist ein unabhängiger Journalist. Und wer Schöne gehört Grüße. Zu dir? Ja, wer gehört denn zu dir? Würde ich gerne mal wissen, gehört ihr zusammen? Nee. Warum trägt er eine Maske? Warum trägst du eine Maske? Gibt doch gar keinen Grund. Meinst du, dieser Stofflappen hält dein Virus auf? Ich schütze euch damit, falls ich es habe. Du brauchst mich nicht schützen mit einer Sklavenmaske von Merkel. Und das die ist Politiker. Und weißt du, machen, aber warum ist es deine freie Entscheidung? Ich sag dir eine Sache, du hattest doch schon mal Sex, oder nicht? Ich möchte darüber nicht diskutieren. Okay, ich glaube, dass du schon mal Sex hattest. Und du würdest auch kein Kondom benutzen, wo auf der Packung steht, dass es nicht vor einer Fruchtbarkeit schützt. Und auf der Packung dieser Masken steht, dass es nicht vor einem gefährlichen Virus schützt. Warum tragt ihr dann diese Sklavenmaske? Da könnte ich dir jetzt viele Dinge zu sagen, aber ich meine, sag's mir doch. Ist wie Äpfel mit Birnen vergleichen. Nee, ist es nicht. Finde ich schon. Es ist bewiesen, das bestätigt auch das Robert-Koch-Institut, dass bestimmte Partikel zurückgehalten werden. Natürlich geht es nicht um die Aerosole, die haben keine Chance, die gehen auch da durch. Es ist ja, eine Lüge, sogar die WHO
hat gesagt, dass diese Masken nicht vor einem gefährlichen Virus schützen. Und es steht auf der Scheißverpackung dieser Sklavenmasken, dass sie nicht vor einer Viruspandemie schützen. Warum tragt ihr dann die Maske? Als politisches Mittel, weil man hier Kommunismus einführen möchte und weil man die Menschen gleichschalten möchte. Sie sollen alle quasi nicht mehr sichtbar sein. Diese Maske ist eine Foltermethode, die in Guantanamo benutzt wird. In Guantanamo tragen die Menschen, die Insassen, genau diese Masken. Es ist eine Foltermethode, was hier gerade in Deutschland passiert. Man foltert unsere Kinder mit diesen Sklavenmasken, die bei Hochtemperaturen im Sommer 8 Stunden lang diese Masken tragen müssen. Wir hatten vor 2 Tagen das erste Mädchen mit 13 Jahren, die gestorben ist, weil sie umgekippt ist, wegen Atemnot. Es ist eine Foltermethode, es ist eine Versklavung der gesamten Menschheit. Und das Einzige, was hier hilft, ist Aufklärung und Totalverweigerung, weil wir wollen keinen Corona-Kommunismus in Deutschland. Wir sind freie Deutsche und wir wollen unsere Freiheit zurück. Was kommt denn nach Corona? Nach Corona wird eine neue Weltordnung damit etabliert, global. Das ist das, was sie hier vorhaben. Sie wollen komplett die Menschheit versklaven über alle Länder hinaus. Sie führen gerade Krieg. Sie positionieren ihre NATO-Truppen an die russische Grenze und vor die Türkei. Es wird Krieg geben und entweder wird es Frieden geben in einem Jahr, wenn die Menschen aufgewacht sind und mutig geworden sind, dass sie sich nämlich nicht mehr diese Scheiße hier bieten lassen, dass wir wirtschaftlich abgeschlachtet werden und entrechtet werden von dem Merkel-Regime. Oder es wird die totale Verwüstung geben, es werden 500 Millionen Menschen überleben und 7 Milliarden Menschen werden durch genverändernde Spritzen, nämlich das sind diese Impfungen, genverändernde Impfstoffe, werden sterben. Das ist die Wahrheit. Wir wären alle schon viel früher gestorben, hätte man gegen die Masern nicht einen Impfstoff erfunden. Da hätte es eine große Masernepidemie gegeben. Da gibt es jetzt eine Impfpflicht. Also wir leben tatsächlich, wir haben uns weiterentwickelt. Wir sind jetzt so viele Menschen auf dem Planeten, weil wir es geschafft haben, Pandemien zu verhindern, weil wir Impfstoffe haben und uns schützen können einfach. Und das ist die große Lüge, dass wir, und das sagen ja unsere geschmierten, von Rothschild bezahlten Politiker die ganze Zeit, die Pandemie ist jetzt quasi nicht da, weil sie ja so schnell reagiert haben. Das ist eine dreiste Lüge wie alles andere, denn sie haben die Maskenpflicht erst eingeführt, da war die Pandemiewelle hier unten. Sie haben in den ersten Wochen überhaupt nicht reagiert. Da haben sie gesagt, wir brauchen keine Maske, weil sie keine Masken hatten. Dann haben sie Masken gehabt und eingekauft, dann sollte jeder Deutsche, der ein freier Mensch ist, eine Maske tragen, eine Sklavenmaske. Und jetzt verschenken sie die überschüssigen Masken und die Atemgeräte wieder ins Ausland und all das von deutschen Steuergeldern. Und nochmal, hast du eigentlich was zu tun mit der Veranstaltung hier? Oder kommst du hier nur her, um uns andere Leute abzuhalten? Ja, ich fühle mich gestört von ihm. Wir können auch woanders hingehen. Nee, brauchen wir nicht, hier ist so viel. Ja. Ich habe den Eindruck, du bist nur hier, damit du anderen Leute... Komm, ich habe hier gerade ein Interview. Geh mal weg. Alter, du bist bezahlt von irgendjemandem dafür. Geh mal weg. Und dann tust du so, als ob du hier dazugehörst. Geh mal weg. Wir führen hier gerade ein Interview. Weißt du, dass du dich selbst entlarvt mit deinem Verhalten? Ich möchte mich nicht mit dir unterhalten. Dann geh doch weg, wenn du nicht mit mir reden willst. Dann geh mal weg, komm. Auf geht's. Geh einfach. Das ist hier übrigens kontrollierte Opposition. Ich würde gerne aber tatsächlich noch mal wissen, inwiefern das für euch vertretbar ist. Ihr redet immer von Frieden und Nächstenliebe. Ja. Inwiefern ist das vertretbar mit Menschen, die tatsächlich eine andere Gesinnung haben, die vor 60 Jahren noch aktuell war? Also auf die Straße zu gehen und mit denen gemeinsam, also mit Reichsbürgern, mit Nazis. Wie können Sie dahinter stehen? Also erstmal ist es so, dass wir aktuell einen Feind haben, der die gesamte Bevölkerung und alle Völker dieser Welt versklaven möchte. Für diese Feinde sind wir Insekten. Und es ist so, dass ich Osmane bin, der in Deutschland aufgewachsen ist.
Ich werde mir ganz sicher nicht diese Nazi-Keule überbraten lassen, denn ich stehe für das Vaterland ein und vor allem für die Freiheit. Deutschland hat eine Geschichte, die ist umstritten, aber das heißt nicht, dass sich jetzt nicht alle Völker vereinigen können, um eben gegen diesen Feind zu kämpfen. Und dieser Feind möchte uns wirtschaftlich alles wegnehmen, der möchte uns enteignen, der möchte uns unsere Kinder wegnehmen, wenn die einen ersten Anfall von Schnupfen haben und in Corona-Lager bringen. Dieser Feind ist satanisch und es ist aktuell gefragt, dass jeder, der in Deutschland lebt... Können wir nicht einfach umdrehen? Guck dann in die Richtung, weil du hast mit uns gar nichts zu tun. Zwisch doch einfach ab jetzt. Nee, möchte ich nicht. Ja, zwisch ab jetzt. Nee, aber komm, dreh dich doch einfach mal um. Ich dreh mich gar nicht um. Ich habe hier einen Aufruf gemacht für die Demo. Du bist ein echt cooler Kerl, aber bitte hab jetzt mit unseren Inhalten, hast du nichts am Hut, gar nichts am Hut. Ja, weil die kontrollierte Opposition... Guck doch mal da hinten hin. Von welcher Bewegung sind Sie denn? Entschuldigen Sie bitte? Von welcher Bewegung sind Sie denn? Wir protestieren gegen die Maßnahmen. Und ich nicht, oder was? Nee, und warum nicht. Du machst Alarm und machst irgendwie ja. Hitler oder was du da schreibst. Ach, komm, oder so. Da haben wir keine Lust. Ab, haben wir Fisch ab, einfach, Fisch ab. Was will ich an? Fisch ab hier. Ich hab dir das jetzt zweimal gesagt, wir haben jetzt ein Interview, Fisch ab jetzt. Genau, jetzt dreht euch doch mal um in die Richtung. Ja, dann drehen wir uns jetzt um in die Richtung. Dann verpisst du dich hoffentlich. Ein paar Worte zu dem Störer, der Attila Hildmann im Interview unterbrochen hat. Attila Hildmann hätte ihn viel mehr negativ framen müssen. Das wäre angemessen gewesen. In der Situation ist er natürlich klar, er hat jetzt an sein Interview gedacht und hat sich nicht auf diese Person konzentriert. Diesen Mann hätte er im Grunde für sein Verhalten zur Sau machen sollen. Er hätte das Verhalten beleuchten müssen. Was hat dieser Mann gemacht? Er hat Attila Hildmann gedemütigt. Ist er reingeplatzt in das Interview auf unhöflichste Art und Weise, was eigentlich irgendwo Nötigung ist, weil er gibt ein Interview und sozusagen dadurch, dass er jetzt hier stört und nicht aufhört zu stören, zwingt er eigentlich Attila Hildmann dazu, wegzugehen. Also er nötigt RTL und Attila Hildmann dazu, den Ort zu wechseln. Und dann spricht er Attila Hildmann ab, er würde nicht gegen die Maßnahmen demonstrieren. Er wäre kein Demonstrant, er wäre irgendwie bezahlt. Es ist natürlich so, wie gesagt, hat Attila Hildmann den Altmedien Futter gegeben, was ein Fehler war. Aber es ist kein Recht von diesem Mann, ihm abzusprechen, kein Demonstrant zu sein. Und dass er dann auch nicht filmen darf, wohin er will. Jeder Mensch ist ein Individuum und jeder hat eine andere Meinung. Und dieser Mensch möchte jetzt Attila Hildmann de facto vollkommen ausgrenzen und macht das auf eine sehr aufdringliche Art und Weise. Und hier fand ich es sehr heldenhaft, wie dieser Mann mit dem Hut Attila Hildmann beigesprungen ist. Und dadurch sah dieser Störer noch aufdringlicher aus. Jetzt kann man natürlich sagen, dieser Mann ist zum Teil auch durch die Altmedien aufgewiegelt. Das ist auch sicherlich so, weil die Altmedien suggerieren ja durch ihre Themenlenkung, das, was jetzt Attila Hildmann gesagt hat, ist das Allerschlimmste. Und sozusagen ist dann er schuld, dass die Corona-Demonstranten schlecht dargestellt werden. Wenn man aber jetzt, wie gesagt, man muss nur dieses Beispiel mit Bernd Rieksinger sehen. Nochmal kurz sagen, Energiewende ist auch nötig nach einer Revolution. Und auch wenn wir dort 1% der Reichen erschossen haben, ist es immer noch so, dass wir heizen wollen. Wir wollen uns fortbewegen. Naja, ist so. Wir müssen mal von dieser Metaebene runterkommen. Ich muss sagen, wir erschießen sie nicht, wir setzen sie schon für nützliche Arbeit ein. Dann ist eben vollkommen klar, dadurch, dass sich die Altmedien dafür nicht interessieren und dann für das interessieren, was Attila Hildmann gesagt hat, ist vollkommen klar, oder es gibt ja noch ganz viele andere Beispiele, ist vollkommen klar, dass das die Altmedien instrumentalisieren, dass sie es benutzen, aber dass das für sie nicht der Grund ist, sondern dass sie das einfach benutzen, um Querdenken und die Demonstranten schlecht framen zu können. Und man darf sich dann natürlich da nicht mitspielen. Und dieser Typ hat sich sozusagen einspannen lassen für die Altmedien und ist damit ein Verräter an der Sache, an der ganzen Gegenbewegung, indem er spalterisch wirkt, indem er diesen Willen eben nachgibt, die Bewegung zu spalten. Und er verhält sich ja auch faschistisch, wie er Attila Hildmann ausgrenzt. Das ist kein demokratisches Verhalten. Tschüss! Also letzte Frage. Was wäre denn jetzt? Wir waren auch gerade dabei mit. Du antwortest ja nicht auf meine Fragen. Also holst du ja immer ewig aus.
Also ich meine, das ist ja genau das gewesen, was jetzt sein Problem war. Ja. Du, er ist auch gegen die Maßnahmen, da habt ihr beide was gemeinsam. Ja. Aber er ist gegen Nazis, er ist gegen Reichsbürger, er ist gegen dieses Faschistoide, was tatsächlich ja, gegeben ist bei manchen Menschen mit einer bestimmten Gesinnung. Ja. Wie kann das sein? Wir sind raus aus diesen Zeiten. Also die echten Faschisten sitzen hier 200 Meter entfernt, und zwar das BRD-Merkel-Regime, die jegliche freie Meinung aktuell unterdrückt, die Facebook-Kommentare löscht, die YouTube-Kanale löscht, die Menschen von Instagram löscht. Das ist der echte Faschismus. Und die Menschen, die vor den Reichstag demonstriert sind, und zwar friedlich und da weggeprügelt wurden, das sind keine Faschisten. Das sind diejenigen, die gegen Faschismus einstehen. Wir sind hier mittlerweile in einem linksfaschistischen Staat angekommen. Als der Sturm auf den Reichstag. War es aber nicht. Ja, aber so wurde es angekündigt. Und an was erinnert Sie das denn? An einen Freiheitssturm. Welches Regime hat denn mit sowas Propaganda? Also ich kenne nur ein Regime aktuell, und das ist das BRD-Merkel-Regime, das 15 Jahre dafür gesorgt hat, dass Deutschland wirtschaftlich ausblutet, dass sie verkauft werden an China, an eine Pharma-Mafia und an die Europäische Sowjetunion. Die echten Faschisten sind die Linksfaschisten, die seit 75 Jahren auf Patrioten zeigen mit dem Finger und sagen quasi, das sind Nazis. Diese Keule braucht man einem Osmanen mit einer Hakennase hier gar nicht überbraten. So weit sind wir gekommen nach 75 Jahren. Schreckensherrschaft, Fremdbestimmung, dass sogar Türken als Nazis beschimpft werden. Ihr solltet euch mal alle schämen dafür, dass ihr Menschen, die fürs Vaterland und für Deutschland einstehen, gleich eine Nazikeule überbratet. Wo sind wir denn hingekommen? Ja, wer Hand in Hand mit einem Nazi auf einer Demo steht? Jemand, der eine Kaiserreichsflagge von 1871 zeigt, ist kein Nazi. Schwarz, Weiß, Rot sind die echten Farben. BRD, Schwarz, Rot, Gold sind die Besatzerfarben. Du solltest mal ein bisschen Geschichtsunterricht machen. Ihr Lügner. Was ist denn die perfekte Attila-Hildmann-Welt? Also, ich meine, Corona ist ja jetzt eine dankbare Bühne für. Ihr Hetzer, unglaublich. Meine perfekte Welt, für die arbeite ich seit 20 Jahren. Da ist die Pharma-Lobby nicht so mächtig, da gibt es keine Tierversuche mehr. 3 Millionen Tiere sterben jedes Jahr in deutschen Laboren. Dem wird der Kopf aufgeschnitten und die Augen verätzt. Da gibt es keine Mainstream-Lebensmittel in den Supermärkten mehr, die voll sind mit Farbstoffen und Aromastoffen und Emulgatoren. Da gibt es Biolandwirtschaft, da gibt es Gerechtigkeit, da gibt es Freiheit, Meinungsfreiheit. Und da gibt es nicht den Verkauf des Deutschen an eine Pharma-Mafia, an Bill Gates und die NWO von Rothschild. Das ist meine perfekte Welt. Frieden und Freiheit. Und ihr könnt noch so viel hetzen. Das Bild, ihr seid mir vor 5 Jahren in den Arsch gekrochen, wo ich jeden Tag im Fernsehen war, wo ich 4-mal bei TV Total war, wo ich 1,7 Millionen vegane Kochbücher verkauft habe. Ich habe hier vegane Küche auf den Markt gebracht. Du hast auch noch mit mir gedreht hier mit diesem einen Model. Jetzt habt ihr euer scheiß Bild, was euch irgendjemand vorgegeben hat, und hetzt jetzt oder was gegen mich? Also ich bin jemand, dann hetzt mal richtig. Ich bin jemand, der in Indien dafür gesorgt hat, dass die Wilderei aufhört bei den Tigern. Ich habe 150.000 Euro an ein Tigerprojekt gegeben. Ich habe selber meine Biofirma hochgezogen. Wer hat das denn von euch gemacht? Ja, danke dafür. Ja, jetzt bin ich quasi nur noch der Nazi in deinem Kopf? Schieb dir deine Nazi-Keule sonst wohin. Die Patrioten, die für die Freiheit Deutschlands einstehen, sind keine Nazis. Danke, ich bin fertig mit meinem. Ja, ich bin auch fertig mit euch, ihr Hetzer. Wir haben das auch alles auf Tape, werden wir alles ausschreien. Ich dachte erst, wenn ich irgendwo mein Bild sehe. Du Hetzer, du scheiß Hetzer hier. Was denn für Fragen? Was denn für Fragen? Ihr gekauften RTL-Leute, die den ganzen Tag nur Scheiße produzieren. Warum klärt ihr nicht die Menschen auf endlich? Wir machen Berichterstattung. Was denn für eine Berichterstattung? Ihr macht Propaganda. Nein, weil eure Konzernchefs sagen, dass sie bei der NWO mitmachen soll. Ihr verratet Deutschland, ihr seid die Mittäter. Weißt du was? Dieser Krieg wird heute nicht mit Gewehren oder Panzern geführt. Das hier, diese Kamera, das ist das Gewehr. Die Kamera ist die Waffe und das hier sind die Soldaten der NWO, weil sie von morgens bis abends das deutsche Volk anlügen. Ich bin fertig, ciao. Ach, eine Sache will ich dir noch sagen. Warum habt ihr nicht darüber berichtet, wie schwangere Frauen weggeprügelt wurden auf der Demonstration? Wie wehrlose alte Männer weggeprügelt wurden von der Stasi-Polizei? Darüber habt ihr nicht berichtet. Sie sagt, sie macht Berichterstattung. Macht sie nicht, sie macht Propaganda. Darf ich Ihnen jetzt mal sagen, ich bin jetzt seit fast 14 Tagen hier. Ich habe mit verschiedenen Gruppen demonstriert. Ich finde es ganz schade, dass man sich jetzt zerfleischt. Wir wollen alle das Gleiche. Wir sind alles Menschen einer Gesamtmenschlichkeit auf der Welt. Und dahin möchte ich wieder zurück.
Und ich finde das ganz traurig, wenn das hier so aufgeheizt ist. Ich habe hier tolle Leute kennengelernt, tolle Berliner. Ich finde es ganz schade, dass es nicht rübergekommen ist, dass Robert F. Kennedy in Berlin gewesen ist, eine ganz klasse Rede gehalten hat. Meine Mutter hat für John F. Kennedy geschwärmt und Robert Kennedy hat am Schluss gesagt, ich bin ein Berliner, genau wie John F. Kennedy. Diese Geschichte verbinde ich mit Berlin. Ich verbinde mit Berlin tolle Menschen, ich verbinde mit Berlin Menschlichkeit und ich möchte dahin wieder zurück. Und ich fand es ganz schade, dass hier Polizisten eingesetzt worden sind, die wirklich geprügelt haben. Das war nicht schön. Wir haben friedlich demonstriert, wir haben friedlich gesessen und wurden weggeschleppt. Das Gleiche war vor dem Reichstor. Und ich habe auch tolle Polizisten kennengelernt, wie zum Beispiel Herrn Schröder, das war der Einsatzleiter an der Siegessäule. Und der hat mich als Mensch behandelt und das fand ich ganz toll. Und ich möchte nicht, dass das hier so rüberkommt, als wenn wir uns alle streiten. Wir sind eine Menschenfamilie und als solche sollen wir das zusammen austragen. Ich danke für Ihr Gehör. Dieser Auftritt ist meiner Meinung nach wegweisend. Er zeigt auf, wie man zu handeln hat, wie man die Altmedien zu framen hat, wie man die eigenen Leute motiviert und wie man die anderen Leute demotiviert. Attila Hildmann stand ja in Verruf, auch bei mir, weil er einige Fehler gemacht hat. Er hat sich antisemitisch geäußert und das Problem ist nicht nur die Äußerung an sich, dass es falsch ist. Er hat Merkel als zionistische Jüdin verunglimpft, aber er hat damit in Wahrheit nicht Merkel verunglimpft, sondern die zionistischen Juden und auch noch verallgemeinernd. Das heißt, da zieht er Henrik M. Broder und viele andere Leute mit rein, die sehr viel für Deutschland getan haben. Und solche Verallgemeinerungen sind immer schlecht. Damit wurde wirklich schlimmes Schindluder getrieben in der Vergangenheit. Die Nationalisten grenzen verallgemeinern immer, wir sind hier die und die Gruppe und dann grenzen wir eine andere Gruppe aus und die andere Gruppe wird dann umgebracht. Damit ist wirklich nicht zu spaßen und deswegen sind solche Verunglimpfungen sehr schlecht. Und die Medien, die greifen das auf, aber sie greifen es in Wahrheit nicht auf, weil sie sich darüber aufregen. Das erkennt man daran, dass es selektiv ist. Über schlimme Äußerungen von linken Politikern, von Grünen und diese ganzen Dinge, die man ja nur teilweise mitbekommt, wie auf dem linken Parteitag, wo man sich eben nicht nur irgendwie antisemitisch äußert, sondern wo man eine direkte Tötungsaufforderung macht. Und niemand regt sich darüber auf. Das zeigt, die Medien, denen ist es vollkommen egal. Die haben da keine Moral. Diese Selektivität, dass es bei den Linken nicht berichtet wird, oder von der Antifa oder von den Moslems, was die alles, wie sie die Juden ins Meer treiben wollen und was man da alles hört, darüber berichten sie nicht. Diese Leute sind vollkommen gewissenlos und die interessiert es in feuchten Kehricht, ob Attila Hildmann, ob das antisemitisch war. Das interessiert diese Leute nicht. Sie interessiert nur, dass es ein Fehler war, den sie aufgreifen können, um ihn gegen Attila Hildmann zu verwenden. Um ihn ins Verruf zu bringen und um gleichzeitig andere Leute, die sie mit Attila Hildmann in Verbindung bringen können, um diese Leute auch in Verruf zu bringen. Das heißt, sie haben sozusagen eine Verrufinsel, sie nehmen jemanden, der hat einen Fehler und auf dieser Insel herum probieren sie dann alle Leute drumherum in den Dreck zu ziehen, sie mit reinzuziehen. Und deswegen, wenn man einer bestimmten Bewegung angehört, weil wir können uns das nicht aussuchen, die Altmedien machen diese Strategie. Man darf keine Fehler machen. Nicht nur, weil sie nicht falsch sind, sondern weil sie den Altmedien Futter geben und sie damit Propaganda betreiben können. Mit dem Reichstagssturm haben die Altmedien und die Leute, die dahinter stehen, aus Politik und sonst woher, haben ja diesen Fehler gebaut, in Anführungszeichen kann man sagen. Irgendeine komische Frau erzählt wirres Zeug und probiert die Leute zu stimulieren, zum Reichstag zu gehen, der zufällig nicht bewacht ist, wo zufällig nur eine ganz leichte Absperrung ist. Und das heißt, diesen kleinen Fehler, dass man jetzt eine Absperrung durchbricht und dann läuft man noch mit Fahnen, die so ein kleines bisschen fragwürdig sind, weil Kaiser Wilhelm ein unglücklicher Kaiser war, ich sag's mal so, wo das Ganze für Deutschland dann keinen guten Ausgang genommen hat, erst mit dem Verlust des Ersten Weltkriegs, überhaupt mit dem Ersten Weltkrieg und dann in der Folge der Zweite Weltkrieg.
Deswegen hat dieses Kaiserreich keinen guten Ruf, haben die Flaggen keinen guten Ruf, auch wenn natürlich der Wirtschaftsaufschwung und das alles super, eine super Geschichte hatte, aber das Ende war halt nicht so gut. Jedenfalls, diese Fahnen lösen bei den Leuten heute keine gute Emotion aus, wobei bestimmt auch die Linken da auch dran gearbeitet haben, an dem schlechten Image. Aber es ist faktisch so, dass Kaiser Wilhelm keine gute Außenpolitik gemacht hat, keine glückliche Außenpolitik gemacht hat, sich in der Hunnenrede schlecht geäußert hat. Jedenfalls diese Fahnen, man wollte diese Fahnen sehen, diese Reichsfahnen vor dem Reichstag, damit man was berichten kann, damit man erstmal von dem anderen ablenken kann. Man hat einen Fehler, und sei es nur ein kleiner Fehler, man macht diese Absperrung und dann stilisiert man das hoch, dann macht man den Fehler groß und berichtet dann nur darüber. Und genauso ist es bei Attila Hildmann ja auch. Das heißt, wenn er jetzt Attila Hildmann diesen Fehler gemacht hat, dann haben die Medien Futter, über das sie schreiben können und womit sie das Ganze in Verruf bringen können. Deswegen muss jeder von uns genau aufpassen, wie er sich äußert. Natürlich aus moralischer Sicht erstmal, weil, wie gesagt, die Verallgemeinerungen sind immer schlecht. Der Mensch tendiert dazu, zu vereinfachen. Aber jetzt, man dürfen nie verallgemeinern. Nie. Und die Medien haben dadurch Futter. Es ist aber so, jetzt müssen wir jetzt abgesehen davon muss man jetzt diesen Fehler betrachten von Attila Hildmann. Wie gravierend ist er wirklich? Er hat ein paar Äußerungen gemacht, die sind vielleicht fragwürdig und falsch. Aber man muss auch die Leistungen sehen, die er bringt. Wie jetzt zum Beispiel dieser Auftritt. Und wir sollten das Spiel dann nicht mitspielen, dass wir dann diese Leute schlecht machen und ausgrenzen. Aus meiner Sicht sollte sich Attila Hildmann für Verallgemeinerungen entschuldigen. Und ich weiß nicht, was er jetzt mit Hitler und so, was er da alles gesagt hat. Und dann sollten wir aber diese Entschuldigung akzeptieren. Ich habe ja hier auch schon mich dann korrigiert bei Corona. Jeder macht Fehler. Und dann sollte man sich entschuldigen und dann sollte es wieder gut sein. Es ist ja nicht so, dass jetzt Attila Hildmann zum Mord aufgerufen hat. Auffällig bei Attila Hildmann ist, dass er ruhig spricht und auch ruhig zuhören kann. Er hat sich dann nachher ein bisschen reingesteigert, aber zunächst ist er vollkommen ruhig, aber er ist stark, er hat seinen Frame. Er hat vor allen Dingen sich seine Sicht überlegt. Die Altmedien stellen jetzt ihren Frame dagegen und suggerieren, ja, Attila Hildmann ist irgendwie ein bisschen verrückt und das ist natürlich vollkommener Blödsinn, was er erzählt. Und sagen, und wir interviewen jetzt einen Verrückten sozusagen. Aber Attila Hildmann ist argumentativ nicht beizukommen, sondern RTL steht am Ende dumm da und Attila Hildmann vertritt seinen Frame vollkommen unbeeindruckt. Und das zeigt Wirkung mit der Zeit. Das merkt man beim Zuschauen. Zum Beispiel erschien jetzt mir, aber ich bin da auch nicht Experte, diese Aussage mit den 7 Milliarden Menschen, die sterben sollen, erschien mir vollkommen unwahrscheinlich. Und da habe ich auch gar nicht groß drüber nachgedacht. Aber wenn jetzt Attila Hildmann das mit voller Überzeugung sagt und er da gar nicht dran zweifelt, er das mit voller Überzeugung vorbringt, immer wieder, dann fängt man doch an, ein bisschen nachzudenken. Ist das nicht vielleicht nicht so? Ich weiß es ja gar nicht. Was planen diese Leute? Und das rüttelt dann einen nochmal auf und zeigt einem auf, da ist die Möglichkeit, das ist vielleicht doch wirklich noch gefährlicher. Vielleicht ist das so. Und indem Attila Hildmann hier psychisch stabil, mit ruhigem Ton seine Sicht vorbringt, unbeeindruckt, hat er einen starken Frame. Er gibt sich hier nicht mit Verteidigung ab, sondern er kommt immer sofort auf die Presse zu sprechen, auf die Arbeit. Und genau das ist der richtige Weg. Die Beleuchtung, die Gedanken der Zuschauer auch, was ja auch relevant ist, auf die Arbeit der Altmedien und Altparteien zu lenken, was hier gerade passiert, was hier bei Corona alles passiert. Darauf wird die Aufmerksamkeit gelenkt. Und man merkt auch, wenn diese RTL-Reporterin den Kopf mal so senkt, wie es in ihr arbeitet, wie es wirkt. Natürlich wird RTL das nicht aussenden, aber mehr kann man auch nicht erreichen. Wir haben hier ein paar Zeugen gesehen und es hat die Reporter demoralisiert. Sie kommen wahrscheinlich stark ins Grübeln und es hat eine kleine Wirkung, aber eine wichtige Wirkung. Man kann nicht mehr erreichen. Und wie gesagt, man kann das dann vorzeigen. Wir haben hier ein Interview von RTL
und sie zeigen es nicht und hier, seht her, so sind sie. Das wird auch, bringt auch RTL zum Rückzug. Sie müssen in Zukunft dann vorsichtiger sein. Sie werden vorsichtiger sein bei Interviewen. Und so müssen wir sie an allen Fronten Stück für Stück zurückdrängen. Wenn wir uns jetzt die Fragen diktieren lassen und uns nur mit Selbstverteidigung abgeben und sie ungeschoren davonkommen, dann verlieren wir. Es war jetzt so, es ist immer eine Art Duell. Attila Hildmann hat sich jetzt mit RTL duelliert. Und hier ist Attila Hildmann als Sieger davon gegangen. Weil RTL hatte den schlechten Frame und das Thema war dann gar nicht mehr Attila Hildmann, sondern das Thema war dann RTL. Es ist natürlich auch so, dass es die Journalistin Attila Hildmann aber auch leicht gemacht hat. Sie ist auch positiv gewogen gegenüber Attila Hildmann. Das hat man schon gemerkt, weil sie ihn noch von früher her gekannt hat. Sie hat neutrale Fragen gestellt, was heißt neutral, auf jeden Fall hat sie ihn ausreden lassen. Georg Reste zum Beispiel hat Michael Ballweg natürlich immer unterbrochen und hat gar nicht zugelassen, dass Michael Ballweg jetzt hier anfängt, die Lügenpresse, Lückenpresse, wie auch immer, zu framen. Attila Hildmann hatte aber hier freie Bahn, er konnte hier frei erzählen, was er will. Es ist aber auch bei Georg Restl auch möglich, die Aufmerksamkeit. Es ist ein bisschen schwieriger, aber dafür kann man Georg Restl dann umso nachhaltiger zerstören, weil er eben auch bösartig handelt. Und das kann man beleuchten und ihn dann auch dafür bestrafen. Also vor den Augen des Zuschauers kann man das beleuchten und aufdecken, was er macht. Und dann ist die Niederlage umso schlimmer für Georg Restl. Aber muss gut informiert sein und situationsgegenwärtig sein. Es ist auch so, dass Attila Hildmann am Ende sehr wichtige, wahre Worte gesagt hat, auch mit der Kamera, dass die Kamera die Waffe ist und dass die Journalisten Hetzer sind. Allein diesen Frame, weil er auch wahr ist, und da kann auch RTL, da können die gar nichts dagegen sagen, weil sie wissen ja, dass es stimmt. Mit Lügenpresse ist es immer so ein Problem, weil sie meist die Lügen natürlich auch, vor allem die größte Lüge ist aber eigentlich die, dass sie ausgewogen berichten. Das ist die eigentliche Lüge, aber meistens täuschen sie auf andere Weise, durch unausgewogenes Verschweigen, unausgewogenes Hervorheben und andere manipulative Tricks. Keine Differenzierung, der Versuch, sozusagen Fehlvorstellungen herzustellen, die sich der Zuschauer selbst zusammenbaut durch eine selektive Informationswiedergabe. Da wollen sie sich dann schön verdrücken können dann am Ende, dass sie sagen, wir haben ja nichts Falsches gesagt, wenn die Leute sich ihre Meinung bilden, dann können wir nichts dafür. So wollen sie sich immer so einen Rückzugsweg offen halten. Jedenfalls dieses Framing mit Hetzer, das hat gesessen, weil es auch trifft. Sie sind Hetzer. Das wissen sie und sie können auch nichts dagegen sagen. Und Attila Hildmann kann es natürlich auch immer belegen bei Corona. Michael Ballweg und die ganzen anderen Leute können viel von Attila Hildmann lernen. Aber Attila Hildmann darf auch kein Futter geben für die Altmedien in Zukunft. Er muss sich überlegen, was er sagt. Das ist ja eben auch die Angst, das hat man auch bei Michael Ballweg gemerkt, bei Georg Restle, die Angst, dass man irgendeinen kleinen Fehler macht und dann Georg Restle Futter gibt. Diese Angst, man hat gespürt, wie sie in Michael Ballweg reingekrochen ist. Wie aber auch Georg Restle ihn beeindruckt hat mit seiner Propaganda. Da ist Attila Hildmann sehr standhaft. Er hat sein Weltbild, sein Frame, den bringt er vor und lässt sich da nicht irgendwie beeindrucken. Solche Auftritte mit einer solchen Stärke sind ganz wichtig, um eine Wende herbeizuführen. Vor allen Dingen auch bei den Mitläufern. Die Mitläufer stellen die Mehrheit der Bevölkerung. Auf jeden Fall die entscheidende Mehrheit kann nur mit Mitläufern gebildet werden. Deswegen müssen wir es auch darauf abstimmen. Wir müssen die Mitläufer auf unsere Seite ziehen. Durch Dominanz. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe. Macht's gut.